Vor fast zwei Wochen hatte das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi im Mittelmeer knapp 150 Migranten an Bord genommen. Seither verweigerten sowohl Italien als auch Malta das Anlaufen eines Hafens. Heute wurden die Flüchtlinge vor der Küste Siziliens an Bord einer italienischen Fähre genommen. Dort sollen sie wegen der Corona-Epidemie die nächsten 14 Tage in Quarantäne verbringen. Ein bisschen Freiheit nach 12 Tagen auf engstem Raum. Die Menschen, die von der Crew des Seenotrettungsschiffs Alan Kurdi auf dem Mittelmeer gerettet wurden, können heute von Bord. Kurz vor Palermo zogen sie auf ein Schiff des Roten Kreuzes um. Seitdem wir ihnen sagen konnten, dass es weitergeht, dass sie auf ein anderes Schiff übergehen und dass sie nicht mehr länger hier auf diesen beengten Verhältnissen ausharren müssen, haben sie sich deutlich entspannt. Doch in den vergangenen Tagen war die Lage mehr als angespannt. Ein Suizidversuch, Auseinandersetzungen zwischen den Schutzsuchenden und erst gestern der Versuch einiger Flüchtlinge, an Land zu schwimmen. Und für die Regensburger Crew der Alan Kurdi blieb die Frage nach dem sicheren Hafen lange unbeantwortet. Italien hatte erklärt, man wolle wegen der Corona-Pandemie keine Migranten aufnehmen, denn sie könnten nicht gesundheitlich versorgt werden. Heute dann doch italienische Hilfe. Alle Flüchtlinge sollen für 14 Tage auf dem Schiff des Roten Kreuzes bleiben. Dort werden die Mitarbeiter sie auf Corona testen. Man hat uns gesagt, dass sie dort ihre Quarantäne absolvieren müssen, die sie wegen Corona haben. Und dass sie danach dann weiter verteilt werden. Aber das liegt nicht in unseren Händen. Das liegt in den Händen der EU-Kommission. Es heißt, die arbeite bereits an einer Verteilung der Flüchtlinge auf andere Mitgliedstaaten.